Hey zusammen, Tobi hier. Heute zeige ich euch mal, wie ich es geschafft habe, meine Heckgarage mit günstigen Mitteln zu sortieren, auch ohne Heckauszug. Bei meinem letzten Baumarktbesuch habe ich da was ziemlich Cooles entdeckt. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gerade als Neueinsteiger steht man ja vor vielen Herausforderungen, was das Thema Camper oder Wohnmobil betrifft. Eine Herausforderung davon ist die Heckgarage. Ja, da habe ich mich am Anfang auch sehr schwer getan. Viele schwören ja auf das System des Heckauszugs, was ja auch an sich was richtig Geniales ist. Man kann es rausziehen, kommt an alle Boxen problemlos ran. Das Problem an der Sache ist halt nur, man ist dadurch nicht mehr sehr flexibel. Ich zum Beispiel nehme ganz gern mal meinen E-Scooter bzw. auch zwei E-Scooter in meiner Heckgarage mit. Hätte ich mir jetzt dort einen festen Auszug reingebaut, würde das schon wieder nicht mehr funktionieren und ich hätte nur noch die Option, mir zum Beispiel einen Fahrradträger hinten ranzusetzen, die E-Scooter dort drauf zu machen. Ja, aber so richtig wirklich dafür geeignet ist das halt auch nicht. Darum war für mich von vornherein das Credo, die Heckgarage muss so flexibel wie möglich gebaut sein. Also fällt für mich halt ein Heckauszug erst einmal raus. Ja, dann habe ich angefangen mit den klassischen Euroboxen. Ihr kennt die, diese großen Boxen, hatte zwei Stück da hinten drin. Es gab überhaupt keine Ordnung, weil ich alles dort reingepfiffen habe. Und ja, wenn ich sie rausholen wollte, waren sie urstschwer und man hat sich jedes Mal einen abgemüht, um sie halt rein und raus zu wuchten. Dann war ich letztens im Baumarkt unterwegs und habe eigentlich eine ziemlich geniale Lösung gefunden, auch auf dem Euroboxenprinzip. Und das möchte ich euch heute einmal zeigen. Zugegeben, das Ganze ist sicherlich jetzt noch keine Ideallösung. Mir fehlen auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch optimieren muss. Aber ich wollte euch das System trotzdem schon mal zeigen, weil ich es halt wie gesagt ziemlich cool finde und ich freue mich so sehr darüber, dass ich es gefunden habe. Ich habe jetzt mit Absicht die Heckgarage nicht aufgeräumt. Also es ist jetzt genau so, wie ich aktuell unterwegs bin. Hier vorne habe ich jetzt aktuell immer meine Auffahrkeile mit dabei. Die brauche ich halt im Schnellzugriff, also müssen die direkt vorn dran sein. An der Seite ist mein Tisch und meine zwei Stühle. Da habe ich extra welche gefunden, die so flach wie möglich sind. Also ihr seht schon, das nimmt vielleicht zusammen 15 cm Platz ein. Und ja, darum habe ich mich auch für diese zwei Sachen entschieden. So, und hier hinten könnt ihr jetzt auch schon die Euroboxen sehen. Nur mit dem Unterschied, die Euroboxen, ja, man sieht sie jetzt übereinander gestapelt. Auf den ersten Blick würde man sagen, ja, blöd, ich muss die ja trotzdem jetzt hier rausnehmen, um überhaupt ranzukommen. Nein, muss man nicht. Und ich zeige euch jetzt auch gleich, warum. Das Coole an den Euroboxen, die ich jetzt gefunden habe, man kann sie zur Seite hin öffnen. Das finde ich halt richtig, richtig genial. Ihr seht es jetzt schon, hier steht mein E-Scooter drin. Normalerweise würde ich jetzt die ganzen Kisten rauswuchten müssen, um irgendwie an die Sachen ranzukommen. Aber nein, ich habe hier überall den direkten Zugriff. Gut, hier ist jetzt der Griff im Weg, aber das kann man ja relativ einfach lösen. Na, und ihr seht schon, ich komme hier wunderbar ran. Das ist jetzt auch erstmal nur so, ich sag's mal, zum Testen die ganze Geschichte. Man hat natürlich auch noch die Option, wenn ich jetzt meinen E-Scooter zum Beispiel nicht mit habe, drehe ich mir die Boxen halt einfach und habe meinen Zugriff von vorn. Und Gleiches gilt halt auch für drinnen. Da ich hier aktuell noch dieses Netz habe, komme ich natürlich auch von hier an alles perfekt ran. Hier seht ihr jetzt schon, hier steht noch eine große Eurobox. Hier sind hauptsächlich meine Getränke aktuell drin. Das soll auch in Zukunft so bleiben, weil man ja auch irgendwo einen Platz für die ganzen Pfandflaschen zum Beispiel braucht, wenn man viel Wasser mit hat. Da habe ich leider noch keine aktuelle Lösung gefunden. Da bin ich noch auf der Suche, wie man das Getränkeproblem etwas idealer lösen kann. Genau, ansonsten könnt ihr hier schon wunderbar sehen, wie ich hier auch an alles rankomme, an alle Fächer problemlos. So, und habe ich jetzt zum Beispiel diese Kiste nicht mit oder habe dafür eine andere Lösung gefunden, kann ich mit diesem Stapel auch umdrehen und komme noch leichter sozusagen an die einzelnen Fächer ran. Ich kann aber zum Beispiel auch sagen, ich lasse die große Kiste zu Hause und nehme mir noch so einen Dreierstapel und stelle den mir hier hin und komme auch an alles ran. Also man ist hier halt wirklich sehr, sehr flexibel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erkennen könnt. Hier über mir leuchtet es. Da habe ich auch so ziemlich coole Lampen gefunden. Die gibt es auch bei Amazon, verlinke ich euch gerne. Hat einen Bewegungsmelder, lässt sich per USB-C aufladen. Da habe ich mir gleich einen ganzen Schwung von geholt. Ich glaube 5 oder 6 Stück. Die habe ich überall verbaut. Auch hier jetzt ist zum Beispiel eine drin, hier ist eine, hier vorne hängt auch noch eine. Ja, und habe immer eine übrig sozusagen.
Die lade ich immer voll und wenn jetzt irgendwo eine leer wird, tausche ich die einfach aus und klipse die volle wieder ran und die leere wird wieder geladen, ohne dass ich irgendwo auf Licht verzichten muss. Also die Dinger sind halt auch richtig Gold wert, muss ich sagen. So, und mit diesem Kistensystem fällt eben jetzt auch dieses ständige Rein- und Rausgewuchte weg, weil ich an Strom, an Wasser, an mein Markisenzubehör plus Außenbeleuchtung und so weiter alles problemlos hier herankomme, ohne dass ich jedes Mal diese große Kiste rauswuchten muss. Genau. So viel erstmal dazu. Ihr seht auch, das Ganze nimmt jetzt erstmal sehr, sehr wenig Platz weg. Also alles, was ich jetzt aktuell mit habe, befindet sich in diesen 6 Kisten. Und da ist schon relativ viel. Ich habe hier vorne, wie gesagt, die Sachen, die ich hauptsächlich draußen brauche, ne, wie Wasser, Strom, Markisenzubehör und so weiter. In dem hinteren Stapel habe ich Versorgungsmaterial, sage ich mal. Also alles, was so Verbrauchsmaterial ist. Toilettenpapier, Küchenrollen, Taschentücher, dann Müllbeutel und solche Sachen. Das befindet sich alles in dem hinteren Stapel, denn das sind Dinge, von denen ich drinnen rankommen muss sozusagen. Ja, und wenn ich jetzt merke, das System gefällt mir jetzt doch nicht oder ich möchte nicht von der Seite rankommen, weil ich jetzt zum Beispiel in Schweden war, habe ganz, ganz viel eingekauft, hier an der Seite ist alles voll, in Schweden werde ich keinen E-Scooter mit haben, höchstwahrscheinlich, dann drehe ich mir die Kisten einfach so, dass ich von hier rankomme und auf der anderen Seite genauso, kann die Seite vollstapeln und komme trotzdem noch an alle Kisten problemlos ran. Und das Schöne ist, ich habe ja jetzt hier keine Heckklappe beim Tucato, ich komme halt auch problemlos von drinnen an alles ran. Also wenn ich etwas krieche, sage ich mal, oder das Bett hochklappe, komme ich auch an die hinteren Kisten von drinnen ran. Also man hat wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das System benutzt. Wer jetzt aber sagt, er hat schon einen Heckauszug, ja, selbst da ist das System halt geil. Das heißt, ihr habt einen Heckauszug zum Beispiel, wo ihr 2 Kisten übereinander gestapelt habt, oder ihr habt einen Heckauszug, der wirklich bloß aus einer Ebene besteht und ihr habt Kisten übereinander gestapelt, könnt ihr die übereinander gestapelt lassen, zieht diesen Heckauszug raus und kommt dann von der Seite an die Klappen ran. Diese Kisten gibt es in vielen verschiedenen Größen. Ich habe euch alles, was ich gefunden habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr mal nachschauen. Wie gesagt, bei mir sind die jetzt aus dem Obi, aus meinem lokalen Obi sozusagen. Einen wichtigen Fakt habe ich fast noch vergessen zu erzählen. Wie gesagt, es handelt sich um Euroboxen. Das ist also nicht irgendein Format, was sich dann irgendwie wieder nicht mit anderen kombinieren lässt. Nein, das ist ein standardisiertes Format, also Euroboxen. Ihr kennt das ja schon. Und man kann zum Beispiel einen Bierkasten draufstellen. Man kann kleine Kisten mit großen Kisten kombinieren. Also unten eine große, oben 2 kleinere daneben zum Beispiel. Dann gibt es, wie gesagt, die großen auch mit dieser Klappe unten dran. Also ist perfekt. Man kann es in allen möglichen Varianten kombinieren. Das einzige Problem, was ich aktuell noch habe, wo ich aber nicht glaube, dass es ein Problem sein wird, ist die Stabilität. Vorher hatte ich, wie gesagt, 2 breite Euroboxen hier drin. Die konnten während der Fahrt nicht umfallen, die haben sich von alleine gehalten. Und hier seht ihr jetzt aber, das System ist jetzt doch etwas wackelanfällig, nenne ich es jetzt mal. Aber da habe ich auch schon eine Idee. Ich werde mir hier höchstwahrscheinlich diese Schienen ranmachen. Ihr kennt das, ich weiß nicht, wie die heißen, wo man zum Beispiel einen Gurt einspannen kann, also so kleine Ösen reinmachen. Dann ziehe ich hier um diesen Bereich einfach einen Spanngurt und dann wird das Ganze an der Wand gehalten. Das Schöne ist eben, an die Klappen kommt man trotzdem noch ran. Auch wenn jetzt hier, ich sage jetzt mal, ein Spanngurt sich befindet, der ungefähr so breit ist. Also da kann man das wunderbar auch noch befestigen. Ja, und notfalls, sage ich jetzt mal, macht man in irgendeine Kiste vielleicht noch ein Loch oder was weiß ich und kann es dort noch irgendwie festmachen. Also Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall jede Menge. So, ich weiß natürlich, wie neugierig man immer ist und wissen möchte, was derjenige denn alles dabei hat. Ich mag sowas auch immer ganz gern zu sehen, was andere denn so dabei haben. Also zeige ich euch mal ganz kurz, was bei mir hier so drin ist. In dieser Tasche hier, die gab es mal als Werbegeschenk bei Engelbert Strauß, befindet sich das ganze Markisenabspannzeug. Ich habe hier hinten eine kleine Feuerstelle, die zeige ich euch bei Gelegenheit auch nochmal. Hier unten befindet sich noch ein Tarp und den Flexfire, den kleinen Mini. Kamin sozusagen, den kleinen Mini-Ofen habe ich auch noch mit dabei. Habe ich was vergessen? Da ist noch Beleuchtung. Ich nenne sie liebevoll die Wallis. Sind Solarlampen. Ich kann euch das ja mal zeigen. So sehen diese Teile aus. Mega genial. Vielen Dank an Daniel bzw. Tino übrigens für den Tipp. Die leuchten in allen möglichen Farben und man kann abends wunderbar seinen Camper damit stimmungsvoll beleuchten in allen möglichen Farbvariationen. Richtig cool die Dinger. Wer sich dafür interessiert, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten
ich filme noch mal rein. Hier sind noch ein paar Spanngurte, Gummigurte. Hier hinten sind so große Saugnäpfe, wo man auch mal was dran festmachen kann. Genau, also alles so, dieser Outdoor-Kram, Markisen-Kram, Verspannungskram, sowas ist hier drin. Die Etage tiefer ist relativ unspektakulär. Da ist eigentlich nur ein bisschen Kabelzeug drin. Also für die Landstromsteckdose hier nochmal ein Verlängerungskabel. Zusätzlich ein paar Adapter sind hier noch drin. Ja, viel mehr eigentlich nicht. Hier unten ist die ganze Wasserversorgung drin. Das hole ich jetzt aber mal nicht raus. Der Wasserschlauch, dann habe ich das Alp-Filtersystem dabei, was ich euch bei Gelegenheit auch mal noch präsentieren werde. Ich bin gerade noch am Testen. Genau, das sind die Alpfilter. Wenn man sozusagen kein reines Trinkwasser hat oder nicht weiß, wie die Wasserqualität ist, die man in seinen Tank lässt, kann man diesen Filter dazwischen machen und kann davon ausgehen, dass es halbwegs keimfrei und sauber ist. Aber Näheres dazu später. Wer sich das System anschauen möchte, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Eine Sache möchte ich euch aber direkt mal noch zeigen. Und zwar, bei dem Alpfiltersystem hatte ich diesen coolen Auslass mit dabei. Das Ding finde ich halt richtig cool. Das ist im Endeffekt, wie ihr das aus dem Garten kennt, ne? Also so eine Spritze, allerdings jetzt nicht mit verschiedenen Düseneinstellungen, sondern einfach nur auf und zu. Und das ist halt richtig schwer und massiv und kann man wunderbar in den Wasserbefüllstutzen hineinhängen. Das rutscht auch nicht raus, egal wie viel Wasserdruck drauf ist. Also das Teil finde ich halt richtig cool. Ich hatte noch vorher also ein anderes Teil. Ich zeige euch das mal eben. Dieses Ding hatte ich vorher, ist an sich auch keine schlechte Sache. Allerdings habe ich das nie dicht bekommen. Also wenn ich jetzt hier Wasser reingelassen habe, habe das Ding eingeschraubt, hat es immer hier unten irgendwie rausgetropft. Ich weiß nicht, ich habe hier, an sich habe ich hier den richtigen Ring drin. Woran es so richtig liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging hier immer sehr viel Wasser verloren. Muss ich sagen, passiert mit diesem Teil hier nicht. Funktioniert 1A. So, hier drinnen ist jetzt relativ unspektakulär. Hier oben kann ich euch gerade nicht allzu viel zeigen. Hier ist mein LTE-Zubehör drin. Also ich habe eine LTE-Antenne, einen LTE-Router. Hier ist ein bisschen Kabel für die Antenne. Also ganz viel Technikkram. Auch so mein Kamera-Equipment ist hier oben drin, wo ich halt relativ oft und schnell rankommen muss. Das ist in der oberen Kiste. In den unteren beiden Kisten, wie gesagt, so Verbrauchsmaterial. Da relativ einfach zugänglich Toilettenpapierrollen. Ich habe hier unten einen Vorrat an Müllbeutel. Bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Genau, eine Etage tiefer sind dann die Küchenrollen. Ich habe hier nochmal ein paar Lappen, einen Schwamm als Ersatz, einige Taschentücher. Ja, also alles, was so Verbrauchsmaterial ist, lagert hier auf dieser Seite. Auf der anderen Seite habe ich noch eine Restkiste sozusagen, die ist jetzt aktuell noch ohne Fenster. Hier unten habe ich einfach mein Feuerholz drin, da muss ich so selten ran. Deshalb habe ich da noch eine alte Kiste genommen, da brauche ich keine mit Fach. Hier oben ist noch eine mit Fach, da ist auch nach oben hin noch Luft. Hier habe ich so eine kleine Faltschüssel, falls man mal draußen abwaschen möchte. Ja, und hier drin befindet sich alles, wie soll ich sagen, hauptsächlich so Grillanzünder. Keine Ahnung, das hat keinen so richtigen Namen, die Kiste. Ein Spaten ist hier noch drin und dann ganz viele Ersatzteile für den Camper. Hier habe ich einen Sicherungskasten, ich habe diverse Kabelbinder noch mit dazu. Hier sind die ganzen Bedienungsanleitungen vom Camper mit drin und das Reifenflickset ist hier auch noch mit drin. Also alles, was irgendwie so, ich sag mal, fast schon Werkzeug ist oder so ein bisschen gröberes Material. Auch eine Klebebandrolle ist noch mit drin. Genau, und solche Sachen. Und ich könnte halt, wenn ich das möchte, ich muss jetzt nicht unbedingt die Klappe benutzen, sondern wenn jetzt nicht gerade diese Schüssel hier oben drauf liegt, kann ich halt auch von oben ran. Das heißt, ich schmeiße die Sachen dann einfach hier oben rein. Perfekt. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, hier habe ich noch einen Werkzeugkasten. Den habe ich mir geholt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Camper jetzt seit, wie lange jetzt? 8 Wochen ungefähr. Ich habe das Teil schon so oft gebraucht und gefühlt ist hier einfach alles drin, was man braucht. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, ansonsten befindet sich jetzt hier nicht mehr allzu viel. Hier ist jetzt noch mein Scotty. Also wenn ich mal grillen möchte, ist da auch für gesorgt. Ja, und das war es im Grunde genommen schon. Viel mehr ist hier hinten nicht drin. Hier steht noch die EcoFlow Delta als Stromversorgung. Das habt ihr ja theoretisch schon in einem anderen Video gesehen, wie ich das Ganze gelöst habe. Ja, und das war's zu meiner Heckgarage.
So, kleiner Standortwechsel bzw. Zwangspause, weil die Kamera meinte, ihr wäre zu warm. Mir übrigens auch, aber ohne Verabschiedung geht es natürlich nicht. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben, was die Sache Heckgarage und Ordnung angeht. Ich würde mich freuen, wenn ich euch helfen konnte, dann schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Solltest du mich noch nicht kennen und mehr interessante Videos über Wohnmobil, Gadgets, Powerstationen etc. sehen wollen, dann würde ich dir empfehlen, jetzt den Kanal zu abonnieren und am besten auch gleich noch die Glocke dazu zu aktivieren, um in Zukunft keine Videos zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute! Ich bin Mr. Tobi, verbind Natur und Technik. Das ist mein Ding, dabei hab ich voll den Durchblick. Gaskocher, Luftmatratze, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist. Ja, ich bin Mr. Tobi, verbind Natur und Technik. Also hopp auf meinen Channel und gib mir einen Klick. Solar Panel Powerbox, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist.